Elmos Semiconductor heute überhaupt nicht gefragt am Markt, fast minus 5% hier aktuell. Und ja, der Grund dürfte ein ganz einfacher sein. Warburg Research hat Elmos Semiconductor von Buy auf Hold abgestuft. Und das ist natürlich etwas, was sich immer erstmal an Rücksetzern im Kurs bemerkbar macht. Und das sind nicht die einzigen. Ja, Deutsche Bank haben auch, glaube ich, von einem Buy auf den Hold gesetzt. Und liegen sogar bei einem 75-Euro-Kursziel, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen in die letzte Entwicklung, dann sehen wir, wie schön sauber aufwärts diese Aktie gelaufen ist. Ich hatte in Chartzeit, glaube ich, auch einen Trade auf Elmos aufgebaut. Da hatten wir aber hier so um 90 Euro schon das Kursziel und sind dann da auch entsprechend raus. Oder vielleicht war es auch hier schon eine Stufe tiefer. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war unser Kursziel erreicht. Und die Aktie hat dann auch erstmal einen deutlichen Rücksetzer gezeigt. Und es ist tatsächlich so, ich finde dieses 90 Euro und über 90 Euro Niveau, auf dem wir uns jetzt befinden, das ist doch relativ weit gelaufen. Ja, wenn wir uns das Ganze angucken, hier von Oktober an, bei 40 Euro haben wir uns hier mehr als verdoppelt innerhalb kürzester Zeit. Und dann ist es eigentlich auch normal, dass wir dann nochmal ein bisschen was wie einen Rücksetzer kriegen. Ja, wenn wir uns den Trend hier anschauen, der ist wirklich schön und wirklich super gelaufen. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist dieser übergeordnete Aufwärtstrend, der hier läuft. Ich befürchte aber, wenn wir hier einen Ausbruch nach unten sehen sollten, dann haben wir ganz schnell erstmal wieder Kursbereiche hier so um 80 Euro. Und vielleicht gehen wir auch noch mal in diesen Bereich hier runter um 70 Euro. Jedenfalls wären diese Rücksetzer willkommene Gelegenheiten, Elmos Semiconductor noch mal abzugreifen. Ja, wir hatten sehr gute Zahlen gekriegt hier für 2022. Der Umsatz ist um 38% gesteigert worden. EBIT sogar um mehr als 80% gesteigert worden. EBIT-Marge war sehr, sehr hoch, lag bei fast 25%, ist von 19% auf fast 95% angestiegen von 2021 auf 2022. Und ja, der Umsatz soll auch weiter sehr stark wachsen. Man geht von einem Umsatz von mehr als 560 Millionen Euro aus. Das entspricht nochmal einem Wachstum um 25% zum Vorjahr. Also, wenn das so kommt, ja, und auch die EBIT-Marge so um die 25% verbleiben kann, dann sollten wir weiter eine sehr gute Entwicklung in der Elmos-Aktie sehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist im Prinzip, so wie ich das finde, auch gar nicht wirklich hoch. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, da liegen wir bei einem 16er. Wenn wir in die Kennzahlen hier reingehen, dann sehen wir, wir waren zuletzt hier auch schon bei 26, wir waren schon bei 78, ja, und auch in den Jahren 15, 16, 17 waren wir hier so in einem Bereich 17er bis 19er Kursgewinnverhältnis, also 16 ist nicht wirklich viel. Das heißt, am Ende nichts anderes, als dass die Aktie zurecht gestiegen ist. Ja, zu Recht im Sinne von, da sind die Gewinne deutlich angestiegen und dann darf bitteschön auch der Kurs entsprechend hinterherkommen. Also für mich sind Rücksetzer, die jetzt hier kommen, aufgrund solcher Neueinstufungen von Analysten, sind jetzt für mich hier schlicht und ergreifend Kaufniveaus. Ja, also wenn wir in den Bereich 70 bis 80 Euro kommen, finde ich das Ganze sehr attraktiv und werde dann auch drüber nachdenken, hier vielleicht nochmal neue Positionen zu eröffnen.